Ja, hi. Wie ihr lesen könnt, es geht um Cloudless, keine Macht den Datenkraken, unsere Rebellion gegen Wolken. Ganz wichtig ist mir, jederzeit einfach reinquatschen. Ich habe jetzt hier nicht vor, Präsentationsprogramm zu machen, sondern wenn ihr Vorschläge habt für bessere Software oder sagt, ey, wir haben da ein Problem mit, immer reinschmeißen. Wir sind die Podkinder. Wir sind aktuell 6 Personen. Wir sind seit 2015 unterwegs. Wir sind ein wachsendes Team. Wir haben sowohl regionale als auch überregionale Kunden. Wir sind ein IHK-Ausbildungsbetrieb in den Bereichen Mediengestaltung und Fachinformatik und haben die Schwerpunkte Typo 3, Sicherheit, Serververwaltung, Datenschutz, individuelle Konzepte und Informationsdesign mit UX. Unten rechts einmal unsere ganzen Social-Media-Kanäle und ganz wichtig, nehmt noch Süßzeug mit, sonst müssen wir das alles mit nach Hause nehmen. Einmal zu mir. Ich bin seit 2013 irgendwie Serverteam-Mitglied. Das ist das Ehrenamt im Typo3-Projekt und wir kümmern uns um die Infrastruktur. Bin selbstständig seit 2008, bin verheiratet, habe 2 Katzen. Bin aktiver Wirtschaftsjunior im mittleren Ruhrgebiet, betreibe hobbymäßig Geocaching, Fotografie, Rollenspiel. Bin ein paranoider Datenschutztyp und ab kommenden Jahr auch IHK-Prüfer. So, erste Frage, was ist die Cloud? Cloud generell beschreibt einfach nur einen Dienst, der irgendwo läuft und irgendwas für euch übernimmt. Dieser Dienst kann auf mehreren Computern gleichzeitig ausfallsicher betrieben werden, muss es aber nicht. Was man sich halt überlegen muss, es gibt keine tolle Cloud, sondern es ist einfach eine Gruppe von Computern, die irgendwer anders für euch kontrolliert. Und die Frage ist, warum bin ich davon betroffen? Adobe deaktiviert alle Nutzerkonten in Venezuela. Wenn jetzt also Leute Adobe-Produkte in Venezuela benutzen, um Geld zu verdienen, dann haben sie von jetzt auf gleich ziemlich große Probleme, können dann versuchen, mit GIMP das Gleiche irgendwie zu erreichen oder haben hoffentlich noch eine Lizenz, wo sie halt nicht auf die Cloud angewiesen sind. Wenn deine Arbeitsgeräte nicht deine Arbeitsgeräte sind, wie kannst du dann deinen Job sicher ausführen? Dann die Frage, wo sind deine Daten und was passiert, wenn dein Dienstleiter pleite geht? Service ist ab nächsten Monat nicht mehr verfügbar. Bist du darauf vorbereitet? Oder aber, wer weiß überhaupt von deinen internen Projekten, über deine Kunden, mit denen du eventuell, ich sag jetzt mal, Geheimhaltungsagreement hast? Ne? Schmeißt du das alles auf irgendwelche Cloud-Storages, kann das auch theoretisch der Cloud-Provider reingucken. Dass das sicher ist, ist nicht gegeben. Große Frage, also wie kriege ich jetzt da diese doofe... Moment mal kurz, ich mache mal da rechts den Schreibtisch weg, wenn ich das hinkriege. Du da, weg. Deinstallier mal den Papierkorb. Na gut, dann müsst ihr halt damit leben. Das ist dann halt jetzt so. Cool, ich sehe jetzt gar nichts mehr. So, also die Frage, nie wieder Cloud-Dienste. Back to the 80s, deswegen auch dieser wunderschöne Uraltrechner. Und da ist meine Meinung nicht ganz, aber sich immer überlegen, brauche ich das, was ich gerade in einer Cloud habe, wirklich in einer Cloud? Und was passiert im Worst Case mit meinen Daten? Und was passiert im Worst Case, wenn dieser Dienst irgendwie mal nicht erreichbar ist? Komme ich an die Daten noch dran? Habe ich ein lokales Backup, wo ich drankomme? Habe ich Programme, die mich kurzfristig dazu bringen, dass ich damit weiterarbeiten kann? Wir haben für uns einige Alternativen gefunden. Slack ist im Typo3-System extrem gut, ist ein amerikanischer Dienstleister, sagt irgendwie, hey, kostet nichts, bis zu 10.000 Messages und total toll und ihr könnt durchsuchen und Integrationen reinschmeißen. Ja, und dann sind die 10.000 Messages voll und ihr wollt diese eine Nachricht haben, wo euch jemand einen ganz wichtigen Hinweis geschrieben hat und das ist leider die 10.001. Nachricht und die ist dann weg. Und da kommt ihr dann nur noch dran, wenn ihr pro Benutzer 12 Dollar, glaube ich, pro Monat aufs Jahr hochgerechnet bezahlt. Das ist eine Menge Geld in Teams, die halt sagen, hey, wir holen jeden Freelancer mit rein und, und. Wir haben für uns Rocket Chat gefunden. Es ist eine Open-Source-Lösung, die funktioniert wirklich gut. Die ist nicht immer genauso hübsch, die hat nicht immer sofort jede Integration, die Slack hat, aber es wird aktiv weiterentwickelt und tut. Alternativ dazu wäre Mattermost. Und dann kann man halt sagen, hey, wir brauchen kein Slack, wir brauchen kein Skype. Wir haben eine Alternative, die funktioniert, wir können Freelancer reintun, wir haben keine Kosten. Ist selbst gehostet. Selbiges Spiel,
Office 365, tolles Ding, aber warum nicht einfach ein lokales Office? Und wenn man dann schon sagt, hey, wir wollen Open Source unterstützen, dann nehmt doch Open Office oder LibreOffice. Das kann dann der Kunde vielleicht nicht so geil finden, aber man hat zumindest eine lokale Alternative, um an die gleichen Dateien wieder dran zu kommen. Und im schlimmsten Fall kann man mit einem Etherpad oder einem Notepad oder was auch immer die Daten noch öffnen. Ist alles nur in der Microsoft Cloud und Microsoft hat irgendwann mal ein Problem, dass amerikanische Firmen keine deutschen Firmen mehr beliefern dürfen, weil Amerika gerade blöd ist, hat man verloren. Dann dieser große Player Dropbox, ich hasse ihn. Ne? Kauf dir einfach irgendwie kostenlos Speicher, kauf dir dann für viel Geld mehr Speicher. Das Gleiche gibt es auch von Google, das Ganze gibt es auch von Microsoft. Einfach irgendwo sind deine Dateien, möglichst dann noch irgendwelche Word-Dokumente mit wirklichen Firmengeheimnissen. Kein Mensch weiß, wer da jetzt wirklich drauf zugreifen kann. Es gibt keine Möglichkeit für dich nachzugucken, hat da eventuell ein Dritter drauf Zugriff. Also benutzt doch die Nextcloud oder halt das meines Erachtens nach Vorgängerprodukt OwnCloud. Gibt genug Alternativen, die ähnlich funktionieren. Ich halte aber Nextcloud nach viel Testen für das Stabilste. Wenn ich zu schnell bin, ich glaube nämlich, wenn ich so weitermache, sind wir in 10 Minuten durch, aber ne? Mail-Server. Ist total toll, dass ihr irgendwie einen Exchange habt, den ihr bei irgendeinem Anbieter habt. Möglichst irgendwie noch so ein T-Online-Account oder ein Office 365-Account, ein Google Business-Account. Was passiert, wenn die wegbrechen, wenn die nicht mehr verfügbar sind? Kommt ihr dann an die Dateien noch dran? Vermutlich eher nicht. Es gibt Alternativen. Es gibt deutsche Hoster, die sich vertraglich verpflichten, euch irgendwie Zugriff drauf zu geben, wo ihr dann sagt, hey, okay, ich habe immer noch den gleichen Service und muss mich da nicht selber um den Scheiß kümmern. Oder ihr sagt, ich gucke mir mal Mailcow an. Das ist irgendwie so ein Wirrwarr von Docker-Zeug. Das fährt man hoch und hat im Prinzip einen wirklich funktionalen Mail-Server, der einen wirklich an die Hand nimmt und sagt, jetzt machst du bitte das und das ist nicht gut konfiguriert, guck da noch mal rein. Es ist eine wirklich, wirklich gute Software. Kommt, glaube ich, aus dem Rheinland. Der Typ antwortet auf GitHub innerhalb von einem Tag bei normalen Problemen. Ist wirklich eine sehr gute Lösung. Benutzt die Typo3-Infrastruktur unten drunter auch. Also wenn ihr eine Typo3.org-E-Mail-Adresse habt, benutzt ihr Mailcow. Dann gibt es dieses unsägliche Evernote. Ich habe nie verstanden, warum man es benutzt. Jetzt habe ich genug Geräte und bin oft genug irgendwie beim Kunden, dass ich mir denke, ich hätte gerne eine Notiz-App, die über meine Rechner hinweg mir Notizen schreibt. Da gibt es Evernote. Das ist ein total tolles irgendwie Interface, total schnell. Man kann Sachen reinziehen, super hübsch. Es gibt Alternativen. Man kann Confluence aufsetzen. Das ist dann halt auch immer noch ein Bezahldienst von Atlassian. Die machen auch Jira zum Beispiel. Das ist super toll. Kostet ein Schweinemoos, wenn man zu viele Benutzer hat. Oder bei dir. Du kannst es auch selber installieren. Dann wird es noch teurer, aber du kommst dran, wenn irgendwann, also bei Atlassian muss man auch dazu sagen, die sind, glaube ich, kein amerikanisches Unternehmen, sondern ein australisches. Genau. Ne? Ja, nur, dass da die Regierung schon vorher sagt, sie dürfen reingucken. Das heißt, ich würde die Atlassian-Produkte immer bei mir betreiben. Ne? Ein Etherpad kann man extrem leicht aufsetzen, dann hat man den ganzen Scheiß halt nicht auf jedem Gerät, sondern dann hat man eine Webseite, wo alle Leute parallel reinschreiben können, da kann man eine Nutzerauthentifizierung vorsetzen und hat dann halt, ich sage jetzt mal, ein besseres Textdokument, wo man zusammen reinschreiben kann. Funktioniert sehr gut, haben wir in der Typo3-Infrastruktur auch. Ich persönlich benutze für mich Joplin, das ist nicht in der Lage, wie Evernote mit mehreren Benutzern gleichzeitig zu arbeiten, schreibt unten drunter Text-Markdown-Dateien und synchronisiert die in dem Fall bei mir in die Nextcloud. Kann aber auch alles andere, was WebDAV kann. Also auch eine Dropbox würde jetzt von diesem Joplin würde funktionieren. Das kümmert sich auch um die Synchronisation. Also du hast eine Ordnerstruktur, in der hast du Dateien und das Ding ist ein Markdown-Editor mit ein paar Nettigkeiten drin. Du kannst Tags an ein Dokument dranhängen und schneller durchsuchen und sowas. Aber im Prinzip ist es ein besserer Markdown-Editor. Okay, das heißt, Nextcloud, Client, Nextcloud, das genau. Du musst dich halt um nichts kümmern und es synchronisiert halt sehr schön irgendwie. Löst auch Konflikte für dich. Das würde ja jetzt so ein normales Ding halt nicht tun. Aber
ich finde es sehr angenehm auch zu benutzen. Ist sehr cool. Dann gibt es diese großen Unternehmen, die man hier nicht lesen kann. Hier steht LastPass. Das ist dieses Unternehmen, das regelmäßig in den Medien auftaucht als, hey, wurde mal wieder gehackt und 40.000 Accounts sind jetzt doch irgendwie betroffen. Und 1Password. Von 1Password gibt es eine lokale Version, die kann man benutzen. Da hat man seine Daten dann lokal. Wenn man 1Password allerdings in der Cloud benutzt, dann hat man halt im Prinzip wieder den Faktor, ich speichere alle meine sensitiven Daten mit irgendwelchen Zugangsdaten irgendwo, wo ich keine Möglichkeit habe, darauf Zugriff zu nehmen. Wir haben uns entschieden, hier steht KeyPass X. Das ist ein Open-Source-System, das schreibt verschlüsselte Dateien, die kann man mit einem Passwort und einem Keyfile versehen. Und das kann man dann auch in einem Cloud-Speicher oder einem Git-Repository oder wie auch immer in Versionen verwalten. Oder ja. Ja, richtig. Habt ihr da irgendeine Lösung oder ist das wirklich viele Dateien? Also wir haben Next, also wir hatten das, wir haben davon Abstand genommen. Mehrere Ordner, die für die verschiedenen Gruppen, die wir haben, halt Geschäftsführung, Buchhaltung und dann projektbezogen, da hast du jeweils eine KeyPass-X-Datei. Du hast in verschiedenen Gruppen ein geteiltes Passwort. Das heißt, die Leute müssen sich das Passwort lokal irgendwie in ihrer eigenen KeyPass-Datei merken und haben ein eigenes KeyPass-File pro Dingen. Das heißt, du hast viele KeyPass-Dateien. Ist nicht schön zu benutzen, empfehle ich nicht, funktioniert aber. Ja, deswegen die Frage, weil ich wollte das auch schon benutzen, das war ein grausam, weil es da immer Konflikte gibt, wenn zwei Leute arbeiten. Und auch in Verbindung mit OnCloud oder Nextcloud. Ja. Nein, es ist genauso scheiße, wie du das erfahren hast. Wir benutzen Bitwarden. Da bin ich von einem Serverteam-Mitglied darauf aufmerksam gemacht worden. Das ist grundsätzlich ein Open-Source-Tool. Das könnt ihr bei euch einfach auf den Server packen. Dann kann es ein Benutzer und kann für diesen einen Benutzer halt Passworte speichern in Ordnern und was weiß ich. Und dann kann man für 3 € pro Benutzer in einem Jahresabo Funktionen freischalten. Der Vorteil ist, die Daten liegen bei euch, der Verschlüsselungsalgorithmus ist Open Source, das heißt, man kommt immer noch im Zweifelsfall an diese Daten dran und das Ding ist teamfähig. Das heißt, da haben wir tatsächlich, ein Benutzer schreibt in seinen Vault und kann aber einzelne Passworte aus diesem Vault mit dem Team teilen und kann dann sagen, ich möchte, dass dieses Passwort dem Team XY in der Rolle so und so verfügbar ist. Und das funktioniert bei uns extrem gut und seitdem haben wir nicht mehr das Problem, dass ich einem Nicht-Techniker erklären muss, wie jetzt eine KeyPass-X-Datei aufzumachen ist, was eine Schlüsseldatei ist und schieß mich tot. Daten liegen bei uns, gibt es auch als Cloud-System, würde ich immer von abraten, die erzählen ist total sicher, weil du hast ja im Prinzip den Master-Key bei dir auf dem Rechner, aber ob die nicht eine Kopie bei sich haben, weißt du halt nicht. Deswegen, die Software ist super. Wenn der Vertrag ausläuft und du diese Teamfähigkeit nicht mehr hast, ist alles, was sie dir an Funktionen nehmen, das Schreiben. Du kommst also immer noch lesend an die gleichen Daten dran, auch als Team. Dann haben wir Projektmanagement als ein Thema. Da gibt es so ganz tolle Systeme, da gibt es Jira Cloud, da gibt es Bitrix Cloud, da gibt es Trello, dieses wunderschöne, unübersichtliche Board, wo man dann 400.000 Tasks versucht, in 3 Spalten zu organisieren. Asana, Rike, Basecamp, wie sie alle heißen. Die machen am Ende des Tages alle das Gleiche. Ihr kennt das, einfaches Projektmanagement, schweres Projektmanagement, wie man es braucht. Da gibt es mehrere Lösungen. Wir haben aktuell im Einsatz Jira self-hosted. Das ist allerdings dann das Problem mit dem Preis. Ne? Also wir sind noch unter 10 Benutzern, weil wir sind ja nur 6. Aber einen Kunden mit reinnehmen ist da einfach nicht. Weil sobald wir jetzt über die 10 Personen hinausgehen, zahlen wir halt nicht mehr $10 im Jahr, sondern $1.200 im Jahr und ab der 25. Person dann $2.500 im Jahr. Und das ist dann ohne Plugins. Das heißt, wenn man dann noch irgendwelche Plugins braucht, dann zahlt man für so ein Plugin auch gerne mal $500 im Jahr on top. Da gibt es Alternativen. Wir benutzen Redmine, wir wechseln zu Redmine voraussichtlich Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres komplett. Im Moment ist es im Parallelbetrieb. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version von Bitrix, die man sich selber installieren kann. Das ist ein, ich glaube, russischer Dienstleister, ganz viel PHP unten drunter.
Ich habe versucht, das in einen Docker-Container zu packen. Das hat funktioniert, aber eher so lala. Das heißt, man braucht unten drunter schon irgendwie genau deren Environment, damit das Ding wirklich stabil und gut läuft. Dann ist das Ding aber quasi so die eierlegende Wollmilchsau mit einem hässlichen UI. Oder was man natürlich auch benutzen kann, es gibt GitLab, das halt Quelltext für euch Open Source bei euch verwaltet. Das Ding kann auch einfaches Projektmanagement. Dann eine ganz einfache Geschichte, da steht GitHub und da steht GitLab. Wer seinen Code auf GitHub irgendwie publiziert, der kann auch einfach sich ein GitLab installieren. Die Installation ist heutzutage auch ein Docker-Container, den man hochfährt. Den kann man auch genauso updaten und dann hat man ein lokales Git-Repository, das einfach funktioniert. Das Ding kann theoretisch auch noch für euch mit GitLab CI Taskrunner irgendwie ausführen und Befehle irgendwie on-push irgendwie Qualitätschecks oder Deployment oder wie auch immer machen. Was wir noch im Einsatz haben, weil wir die Atlassian Cloud halt noch im Einsatz haben, ist ein Bitbucket. Das wird sukzessive immer weiter zum GitLab umgebaut. Und es gibt auch noch sowas wie Gox. Das ist dann irgendwie in Golang geschrieben und auch ja, ein schlankes Git-Repository-Verwaltungssystem. Das heißt, man kann irgendwie Bitbucket Cloud, GitHub und SourceForge einfach sterben lassen und sagen, lass ich weg. Jo. Frage von Mann. Ich nehme den Trend auch mal mit GitHub. Kann man nicht einen Satz sagen, den Grund? Warum man nicht auf GitHub irgendwie sein Zeug hat? Warum GitHub jetzt out ist und GitLab in? Für mich als Datenschützer ist das, also wenn ich öffentlichen Code habe, den sowieso jeder haben kann, also eine Open Source Extension. Die kannst du ruhig auf GitHub raufschmeißen. Da finde ich es sogar gut, weil dann können viele Leute halt damit vernünftig arbeiten. Aber wenn ich jetzt ein Kundenprojekt habe, wo ich eventuell halt geheime Daten drin habe, dann will ich nicht, dass irgendein Dienstleister aus Amerika diese Kundendaten hat. Aber an sich, ich habe nichts gegen GitHub. Also ich finde zum Beispiel auch... Genau. Ich würde halt die privaten Repositories da weglassen. Das Problem wird sein, machen das alle, wird irgendwann halt GitHub sagen, hey, so Community-Sachen kosten jetzt auf einmal auch Geld. Gehe ich aber nicht davon aus, dass das zeitnah passieren wird. So, dann haben wir Payment-Dienstleister-Alternativen. Ich weiß nicht, wer von euch Fastbill kennt. Das war das System, als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe eine Kundenverwaltung, ich habe eine Rechnungsverwaltung. Ich kann extrem einfach irgendwie sagen, hey, der Kunde kriegt von mir jetzt irgendwie eine Domain und das kommt jedes Jahr und hier, stell dir mal eine Rechnung. Dann geht die Rechnung auch auf Termin automatisch raus. Ich kann Zahlungsdienstleister dran schmeißen und sagen, der Kunde kann sofort über so ein Online-Formular bezahlen und dann wird das auch sofort gegengesehen. Es gibt eine Anbindung an meine Bank, dass ich dann per Drag-and-Drop sagen kann, diese Überweisung ist diese Rechnung und dann habe ich im Prinzip ganz viele Aufgaben, die meine Buchhaltung angeht, automatisiert. Es ist ein tolles System, allerdings liegen da halt meine Daten auch in irgendeinem deutschen Rechenzentrum, ohne dass ich Zugriff drauf habe. Es gibt ein System, das heißt InvoicePlane, das verwenden wir zukünftig. Wir arbeiten daran, das ist aber relativ viel Aufwand, weil wir relativ viele kleine Rechnungen irgendwie migrieren müssen. InvoicePlane ist in PHP geschrieben. Das heißt, jeder, der hier irgendwie rumrennt, kann es vermutlich irgendwie auch erweitern. Das Problem ist, die sind gerade, um mal historisch zu sein, die befinden sich gerade zwischen Typo 3.4 und Typo 3.5. Und ich bin nicht sicher, ob es Typo 3.5 dann als Äquivalent da geben wird. Das ist so ein bisschen das Ding. Das ist genau das Problem. Also die haben seit einem Jahr irgendwie einen Guide, was alles die Version 2 können soll. Und sie haben letzten Monat entschieden, dass sie jetzt nochmal neu mit der Konzeptionsphase beginnen. Das heißt, ich bin im Moment bei Version 1. Es gibt eine Version 2, die man testen könnte, aber ich bastel im Moment ganz viel an Version 1 rum und halte das halt aktuell und schiebe das auf eine PHP-Version 7.2. Das kann nämlich nur 7.1. Und wir schreiben dafür auch aktiv Plugins, damit das alles, was wir brauchen, unterstützt wird. Code-technisch extrem übersichtlich, ist eine MySQL-Datenbank drunter. Das heißt, wir können auch automatisch irgendwie Zeug direkt in die Datenbank schreiben. Das funktioniert sehr gut. Dann gibt es CRMs, habt ihr vielleicht auch im Einsatz. Salesforge, OdoCloud, HubSpot, wie sie alle heißen. Gib amerikanischen Großkonzernen die Telefonnummern deiner Kunden, die mögen das, das ist total toll.
Es gibt Alternativen, es gibt ein Odoo Self-Hosted, das kostet auch in der Basisversion nichts. Ist leider, ich glaube, in Python geschrieben. Ich bin jetzt nicht so der Fitteste in Python. Ich habe so ein dickes Buch zu Hause, das heißt irgendwie Odoo-Entwicklung. Das ist jetzt nicht schwer, aber wenn es nicht die primäre Sprache ist, ist das blöd. Es gibt zwei CRM-Systeme, die sind in PHP geschrieben, die sind beide gut. Das ist einmal Sugar-CRM, ist nicht meins. Meine persönliche Präferenz ging dann eher zu dem Espoo-CRM, wo meine Projektmanagerin in der Lage ist, eigenständig Datentypen und Felder zusammenzuklicken. Also das, was wir mit TCA machen, kann die dann halt per Oberfläche zusammenklicken. Ja. Starke Empfehlung für eine Alternative, das ist Limbus. Ja. Kennt ihr wahrscheinlich alle nicht. Nein. Ein sehr solide PHP von einem deutschen Team geschriebenes Open Source Entwicklungsframework für CRM, für ERP, für ganze Prozessmanagement-Geschichten. Damit kann man auch Webmanagement machen, Workflows, Service Management. Wie schreibe ich das? Limbus. Hässliche Website, cooles Projekt. Hab gerade kein Internet, muss ich später gucken. Der in einem relativ großen Team mehrere Jahre lang damit gearbeitet hat und die Firma verlassen hat, als sie Salesforce einführte. Und dann lustigerweise ein paar Monate später den Rückruf vom australischen Kollegen, das ging ein richtig großes Unternehmen, bekam: Wir haben gehört, dass ihr Limbus verwendet. Wir wollen Salesforce kicken. Limbus scheint viel cooler zu sein. Und das ist auch der Prozess gewesen, die sind zurück zu Limbus. Sehr starke Empfehlung. Open Source, kostenlos Open Source oder? Kostenpflichtig dann, wenn er Anpassungen macht, aber selbst quelloffen, kostenlos. Okay, ich werde mir Limbus angucken. Ich bin selber gerade dabei, weil ich die Empfehlung seit einer Woche habe und ich ziemlich beeindruckt bin, aber auch noch nicht tief genug drin bin. Aber ich gebe mal die Empfehlung weiter, weil ich dem vertraue, den ich von ihm bekommen habe. Limbus. Ihr sucht, wenn ihr eine hässliche Seite gefunden habt, sagt ihr Bescheid. dann Newsletter-Alternativen. Es gibt eine Reihe von Newsletter-Alternativen, die irgendwie jeder zu benutzen scheint, der irgendwie meint, ich mache mal eben kurz mit WordPress eine Seite und brauche ein Newsletter-System. Das eine ist Newsletter2Go, dann gibt es Mailchimp als großen amerikanischen Dienstleister und Cleverreach, die sitzen in Berlin. Auch da teilt ihr im Bestfall irgendwie mehrere tausend E-Mail-Adressen mit Firmenzugehörigkeit und Vor- und Nachnamen sowie Interesse, dass der an eurer Software oder an euren Produkten Interesse hat, irgendeinem Dienstleister mit. Und ich glaube, kaum einer liest sich wirklich die Datenschutzvereinbarung dadurch. Es gibt ein System, das heißt Mailtrain. Das ist irgendwie nicht unten drunter PHP, was ich sehr schade finde. Ich glaube, es ist Ruby. Ist auch nicht die schönste Sprache meiner Meinung nach, aber es tut. Das haben wir auch aufgesetzt als Docker-Container und das wird von drei Kunden von uns benutzt. Die kommen damit super klar. Die können sich ihre Oberflächen zusammenklicken, wie sie das bei Mailchimp vorher gemacht haben und haben dann alles bei uns auf dem Rechner. Die habe ich bewusst nicht aufgenommen, weil ich mir dachte, die kennt hier jeder. Wie löst du dann das Problem mit den Verträgen und so weiter, die du halt natürlich als Mailversender ab einer gewissen Größe organisieren musst? Die haben wir persönlich einfach noch nicht. Also wir sind noch nicht über 10.000 Nutzer pro Mailingliste. Aber wir haben ein anderes Ding, ich weiß nicht, ob jemand von euch SendGrid oder Postmark-App kennt. Das sind zwei Dienstleister, die machen im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche. Ihr schickt anstelle über euren Mail-Server, über deren Mail-Server Mails raus. Ihr müsst vorher im DNS irgendwie whitelisten, dass das Ganze über die gehen darf. Und die geben euch dann Statistiken. Hey, von den 1.000 Mails, die du letzte Woche rausgeschickt hast, sind 500 nicht angekommen, weil irgendwie du gerade in der Form, wie du deine E-Mails verschickst, als Spam deklariert wirst. Die geben sehr viele Hinweise dazu, was man alles falsch macht im E-Mail-Versand. Und die Idee dahinter ist nicht, dass das Newsletter-Systeme sind, sondern da geht es um die individuellen E-Mails. Also Buchungsbestätigungen, Passwort vergessen, Rechnungen, die rausgehen, was weiß ich. Und wenn dann jetzt der Kunde anruft und sagt, ey, ich habe doch irgendwie was gebucht, ihr habt mir gar keine Mail geschickt, dann kann selbst der, ich sag mal, dumme Anwender, der nur am Telefon ist,
sich da einloggen, kann die E-Mail-Adresse ins Suchfeld eingeben, sieht dann, aha, da ging eine E-Mail raus mit folgendem Betreff, kann auch in die E-Mail reingucken und auch in die Anhänge und sieht dann aber auch Begründungen, warum diese E-Mail zugestellt wurde oder nicht. Und dann kann er auch sehen, diese E-Mail ist eingegangen und wurde geöffnet, eingegangen dann und dann, geöffnet dann und dann. Oder halt, wenn das nicht der Fall ist, steht dann da, konnte nicht zugestellt werden, das Postfach ist voll. Und dann kann man dem Kunden direkt am Telefon sagen, Mensch, wir haben versucht, dir die Rechnung irgendwie zuzustellen, aber ist nicht angekommen, weil du hast ein volles Postfach, kümmere dich doch bitte drum, dann kann ich die E-Mail mit einem Klick nochmal senden. Gibt es auch in Open Source, das Ding heißt Postal, die Firma heißt Artech Media, Postal hat irgendwie kein eigenes Logo, deswegen steht da jetzt nur die Firma. Gibt es keine Seite zu, gibt es nur ein GitHub-Repository zu, an dem Ding wird aktiv weiterentwickelt, sehr zäh, aber das Ding braucht auch nicht viel. Das Ding hilft ebenfalls wie die anderen beiden Systeme sehr gut dabei, Fehler zu vermeiden. Das sagt, hey, wir brauchen folgende DNS-Änderungen, ne, du hast Zugangsdaten pro Programm, das über einen Domain Sachen verschicken kann. Du kannst sagen, ich möchte aktiv E-Mails versenden oder erstmal das Ganze lokal auflaufen lassen, um zu gucken, ob das alles funktioniert. Also es gibt einen Entwicklungsaccount, sehr zu empfehlen. Dann gibt es da dieses Cloudflare, das bestimmt einige von euch auch kennen. Das ist ein toller CDN, dem ich wirklich als CDN nichts entgegenzusetzen habe, weil wir betreiben halt nur irgendwie so 14 Server in Deutschland. Das heißt, so als CDN können wir nicht mithalten. Aber was Cloudflare halt auch macht, ist HTTP-Caching und HTTP-Manipulation. Das heißt, die optimieren euren Quelltext je nach Endgerät, das da irgendwie rausgeht. Da gibt es nicht die eierlegende Wollmilchsau als Drop-in-Replacement, die einfach so tut. Wir haben je nach Aufgabe drei Tools, die wir im Einsatz haben. Das eine ist Vanish. Das ist ein HTTP-Cache, der einfach viel schneller als ein Apache oder ein Nginx Sachen antwortet und der dann auch keine, also der überlegt nicht dabei, sondern ihr müsst dem Logik reinhauen und müsst sagen, wenn diese URL aufgerufen wird, dann die Antwort behalt die einfach mal für 2 Tage. Und dann guckt er auch nicht nach, ob da was aktualisiert ist. Das Gleiche gibt es für den Nginx direkt. Der Nginx kann, wenn man den richtig konfiguriert, ebenfalls sehr schnelle Antworten machen, ohne dass er da ein PHP-Backend anfragt oder Ähnliches. Und dann gibt es ein Open-Source-Projekt, das heißt Mod Page Speed. Das gibt es für Nginx und Apache mit ganz vielen Modulen, das auch Code Optimierung vornehmen kann. Das kann Gzip-Komprimierung über CSS-Dateien machen, das kann irgendwie JavaScript-Sachen einbauen, die dann irgendwie die Bilder nachladen. Das heißt, wenn ihr eine schlechte Seite habt und ihr schmeißt das davor, dann macht es im Regelfall schon mal was ganz Gutes, außer ihr habt irgendwas ganz Komisches im Code, dann knallt's, dann müsst ihr da händisch dran. Aber im Regelfall, wenn wir die drei Sachen einsetzen oder ein oder zwei der Sachen einsetzen, werden wir schon mal deutlich performanter mit den Seiten. Ich hatte es angekündigt, halbe Stunde ist jetzt. Zusammenfassend, Open Source Self-Hosted is the best you'll get. On-Premise Self-Hosted ist auch okay, wenn du die Daten nach dem Ablauf der Lizenz noch irgendwie benutzen kannst. Wenn die Daten dann auf einmal für dich nicht mehr zugänglich sind, weil da irgendein tolle Verschlüsselungsmechanismus hinter ist, dann hast du verloren. Wenn es unbedingt irgendeine Cloud sein muss, dann möglichst eine innerhalb der EU, die irgendwie DSGVO-konform euch dann auch reingucken lässt und sagt, hey, wir arbeiten mit folgenden Dienstleistern zusammen, deine Daten stehen in folgenden Rechenzentren zur Verfügung, so sieht unser Backup-Plan aus, das könnt ihr da alles irgendwie reinkommen. Und man sollte nicht einfach irgendwelche Online-Tools verwenden. Man kann die alle ausprobieren, sich da registrieren, sagen, hey, das ist total toll, und dann muss man sich aber überlegen, sind die Daten, die wir da reinpacken, geheime Daten oder sind das Daten, die irgendwie ja doch öffentlich sind und jeder sehen kann? Also wenn ihr eine Seite habt, die jetzt keine Nutzerdaten habt, dann schmeißt die doch in irgendein CDN rein, interessiert doch keinen. Kann doch sowieso jeder abrufen. Ja, und dann habe ich fertig. Wir geben im Prinzip Manpower rein. Das heißt, meistens sind wir dann diejenigen, die sagen, wir opfern jetzt Zeit oder Geld, um zu sagen,
wir wollen, dass das weiterentwickelt wird oder suchen halt die Alternative und schlagen dann Kunden, die uns dafür bezahlen, vor, hey, das wird nicht mehr weiterentwickelt, wir möchten migrieren. Weil das gleiche Problem hast du auch bei Bezahlsoftware. Klar, ich meine, also, ich wollte damit nur sagen, wenn das Microsoft sagt, ich möchte WordPress weiterentwickeln und ich meine ganzen Word-Dokumente in was anderes konvertieren muss, habe ich ein Problem. Wenn genau. Libre und WordPress Office sagen, mach nicht mehr weiter, habe ich das gleiche Problem. Das heißt, das ist jetzt nichts, was in, ist ein erheblicher Unterschied. Der Unterschied ist eher, wenn der kommerzielle Anbieter und Microsoft hat das oft genug vorgemacht, mal eben seinen Standard ändert, sein Datenformat ändert, seine Software ändert oder seine Software einstellt, gibt es eine ganze Reihe prominenter Beispiele von wirklich wichtiger Software, hast du keine Chance und kannst nichts tun. Wenn dir das bei der Open Source-Software besteht, hast du die Chance, selber weiter betreiben auf Status Quo-Ebene, da der Quellcode vorliegt, Manpower reinstecken, Daten rausziehen und Migrationsprozesse selber schreiben. Oder wenn die Community groß genug ist, jemanden gemeinschaftlich dafür bezahlen, dass du die Chance hast, bei kommerzieller Software nicht. Deswegen ist halt Open Source ganz viele Stärken. Wenn der Case Software wird eingestellt, nicht mehr weiter betrieben ist, ist Open Source die starke Variante und Closed Source die schwache Variante. Ja, ja, gebe ich dir vom Konzept her recht. Aber erstens, Manpower reinstecken ist vielleicht gar nicht für mich als Unternehmen möglich, weil ich diese Manpower gar nicht habe, weil diese Open Source Software in einer vielleicht fremden Technologie geschrieben ist. Vielleicht, weil ich gar nicht diese Menge der Manpower habe. Das ist für mich so der eine Punkt. Dann muss ich darauf hoffen, dass die Community das Ganze entsprechend macht. Und ich sag mal, selbst weiter betreiben ist natürlich bei einer Software, die im Internet steht, nicht mehr gewartet wird, kann ich auch direkt sein lassen, weil dann weiß ich genau, nach so und so vielen Tagen kommt das Sicherheitsloch und muss es nur so abstellen. Kommt mir nicht weiter. Also ich meine, die Theorie ist gut. Das Thema, bei mir ist das in der Praxis seit 20 Jahren, ja. Genau diese Art von Debatte. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, Systementscheidungen im Anfall auf Worst Case finden zu fällen. Das heißt, ist der Datenstandard offen, ist der dokumentiert, gibt es eine Schnittstelle, kann ich voll drauf zugreifen, was passiert, wenn der Anbieter platt geht. Wie offen ist das jetzt die letzten Systeme, die wir nur für uns nutzen, ist was anderes als wenn die Systeme so ganz viele Kunden drauf zugreifen können, je nachdem ist der Case ein anderer. Und bei uns ist Systementscheidung tatsächlich nicht fancy Interface, sondern Systementscheidung ist Exportierbarkeit von Daten, Integrierbarkeit von Daten, also Vollzugriff auf Daten, ist das Datenmodell erklärt, wie gut ist die Dokumentation. Und anhand dessen fällt eine Systementscheidung. Und entscheide mich häufig nicht für das System, das am coolsten ist, sondern für das, das den Fall, Firma geht pleite, mich überleben lässt. Mhm. Der Punkt ist dann immer, wie wertvoll sind meine Daten? Entsprechend kann ich auch Geld draufschmeißen. Die Schwierigkeit ist, nicht Geld draufzuschmeißen. Da kann man sich, wenn sich 10 Unternehmen zusammentun, die da ihre Daten drin haben, hast du ganz schnell eine Summe, die ausreicht, um den Migrationsprozess zu machen. So viel ist es dann auch nicht. Aber der Punkt ist, wenn meine Daten das gar nicht wert sind, dann brauche ich keine Migration. Das bin ich auch vollkommen bei dir. Also so gehe ich damit um tatsächlich. Also das ist das Szenario zu bleiben fern, aber Open Source gewinnt in allen Varianten. Klar, aber du musst halt im Kopf haben. Du hast völlig recht, das mitzudenken. Das Ende am Anfang mitzudenken ist eine Entscheidung bei der Frage, welche Software man einsetzt. Und das ist aber auch das Ende beim Anfang mitzudenken, ist unabhängig, ob ich es Closed Source oder Open Source. Das musst du Das wollte ich mal einfach mal einen Punkt dazu bringen, weil das löst mir nicht das Problem, wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle jetzt von. Ich suche jetzt eine PHP-5-Sache aus, die toll ist. Auf Redmine um. Ja. Wenn Redmine nicht weitergepflegt wird und ich muss da wieder rausholen, muss ich dann das ganze Thema ran. Und da habe ich viele Lösungen irgendwie gefunden, die einfach nicht mehr weiterentwickelt werden. Also gibt es genügend, was ich sag mal, irgendwann verweist oder nicht weiterentwickelt wird oder wo es dann erstmal lange dauert, bis man jemanden findet. Wir belegen es täglich, damit wir in Extensions nicht weiterentwickelt werden. Ja. Also wo ich keine Lösung gefunden habe, das Ganze irgendwie selbst zu hosten, ist Doodle, weil ich würde gerne dem DAO eine Möglichkeit anbieten, so Terminsachen rumzuschicken und es gibt Lösungen mit, hey, mach mal ein Umfragetool, die Dinger sind dann aber so hässlich, dass die Leute davon nicht überzeugt werden können, das zu benutzen und die greifen dann alle wieder auf Doodle zu. Das ärgert mich als Datenschützer intern extrem, weil ich mir dann denke, so hey, jetzt haben irgendwelche Leute wissen jetzt, dass wir uns treffen und warum wir uns treffen, wo wir uns treffen und wer alles mitmacht. Gibt halt keine vernünftige Alternativen. Jetzt ist Doodle nicht so komplex in der Oberhand. Das wird auch mal eine Aufgabe. Eine Stunde zusammen als Team. Du sitzt länger dran. Also ich versuche im Moment eine Universität davon zu überzeugen, dass das eventuell eine Bachelor-Thesis sein könnte. Dass man jemandem sagt, such mal eine Programmiersprache deiner Wahl aus, die modern ist, mach dir mal irgendwie so ein Konzept und bau das mal nach. Stammt aus einer Universität. Dann hast du zwar immer noch nicht self-hosted,
aber du hast keinen konventionellen US-Dienstleister, sondern du hast einen deutschen Anbieter mit einem ungerechten Zentrum, der entsprechende Sicherheitslevel hat. Mhm. Das ist das, was wir, ich bin so in der Gemeindeökonomie und so unterwegs, da nutzen wir alle dieses Tool, mir fällt gerade die Uni dazu nicht ein. Ist es von der User Experience her nutzbar? Das ist im Prinzip das Gleiche. Okay. Gut. No. Eine Stufe hässlicher. No. Einen schönen Schatten, aber ansonsten identisch. Okay. Du trägst deinen Namen ein, kreuzt deine Termine an, die du vorher vorgegeben hast, schreibst du in den Kommentar und dann sagst du danke. Das finde ich gut, weil das fehlt noch. Okay. Ansonsten noch irgendjemand Fragen zu irgendwelcher Software, die ihr einsetzt, wo ihr sagt, kennt da jemand eine Alternative? Ich meine, wenn wir gerade hier so sitzen. Dafür haben wir das Confluence tatsächlich. Das ist aber auch nur für kleine Gruppen irgendwie sinnvoll. Genau. Ne, also ab 10 Personen ist halt das Ding extrem teuer. Spätestens wenn du Plugins drin hast, ist es halt einfach nicht mehr bezahlbar. Das könnte man in die Richtung gehen. Also ich weiß nicht, wie du es benutzt, wenn du es als Zeichensoftware benutzt auf dem Tablet mit irgendwie um Notizen handschriftlich zu machen, kenne ich keine Alternative. Dann würde ich dann tatsächlich auf sowas wie Confluence gehen. Also du kannst Dateien auch anhängen an Joplin, das geht auch. Du kannst also per Drag and Drop ein Bild reinschmeißen und das zeigt dir dann noch das Bild an. Ich habe es aber noch nie mit einer PDF probiert. PDF ist einfach. Häng dann mal ein Dokument in OpenOffice oder ein Word-Dokument an, dann ist es Spaß. Dann hast du deine Kinder unter OneNote. Oder Tabelle. Naja, das. Selbst da ist ja ein Konferenz schon Spaß, wenn du das große Tabelle mit Daten reinschubst. Du kannst sie halt nicht filtern, du kannst sie nicht sortieren, du kannst gar nichts damit machen. Na, da haben wir dann tatsächlich klassische Excel-Tabellen, die wir bei uns in der Nextcloud speichern. Also wir haben Office. Wir haben auch Office in der Cloud. Wir haben allerdings auch noch Lizenzen, die alt sind, die wir da rumliegen haben, die auch noch funktionieren. Und im Zweifelsfall kann Gott sei Dank, da der Microsoft-Standard ja mittlerweile offen ist, also die ganzen DocX und XLSX-Dateien, das sind gezippte XML-Dateien, da kann man also reingucken, das kann man tatsächlich lesen mit ein bisschen Ahnung. Und deswegen ist die Integration ach mein Gott, wie heißen die Dienste? Ich benutze sie doch nicht. In die Alternativen von Office, die funktionieren dann halt einfach gut. Also es gibt genau für Nextcloud und OwnCloud gibt es einen andockbaren Docker-Container mit einer browserbasierten Office-Lösung, die genau all diese Formate gut bedienbar macht und also wo du Word und Excel und Co. beziehungsweise entsprechende LibreOffice-Formate verarbeiten kannst, im Browser und in der Cloud abgelegt. Und wird angedockt, im Prinzip hast du quasi einen V-Server für die Cloud und einen V-Server für diesen Dienst. Und die beiden hängen zusammen und dann öffnest du im Browser deine browserbasierte Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation. Das gibt es, da fällt mir gerade der Name auch nicht ein. Aber der ist ja in den Plugins vermutlich sichtbar. Das ist ja vermutlich ein Plugin, wo die dann sagen. Das ist nur die Schnittstelle, du musst es separat installieren. Also steht ja vermutlich in dem Plugin als Beschreibung. Das ist leicht zu finden jedenfalls. Wenn man Office und Nextcloud eingibt, müsste das eigentlich sofort aufpoppen. Ist auch nicht schwer zu konfigurieren, braucht ein bisschen Ressourcen. Das eine ist Collabora und das andere heißt, glaube ich, Only Office. Habe ich Only Office, die beiden Varianten. Beide schon gehört. Als Idee. Und Only Office scheint die stärkere Variante, ist auch die jüngere und die stärkere Variante zu sein. Ja. Gut, dann sage ich ganz lieben Dank und Essen fassen, ihr habt noch 20 Minuten.